Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go mit einer kleinen Spezialfolge. Seht ihr da hinten, wenn ich mich mal so rumdrehe? Die Sonne scheint, das Maisfeld brennt. Nein, der Bizeps brennt natürlich, Bruder. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Rabauts-Eskalation, denn ich habe da was vorbereitet. Ich habe da ein paar Rabauts. Ich hebe ja immer 3 Stück auf. Und den Rest wollen wir mal entwickeln und mal schauen, was dabei herauskommt, wie viele Kicklis, wie viele Nocturne, wie viele Capoeira natürlich, das letzte. Deswegen entwickeln wir mal frisch durch, um eine kleine Statistik anzufertigen. Und das erste ist ein Nocturne. Erstmal dafür ein Strich in die Liste. Nocturne, Bruder. Dann haben wir, es geht weiter. Ja, ich bin immer bestrebt, eigentlich von jedem Baby-Pokémon 3 Stück aufzuheben, von jedem kontinentalen Pokémon 6 Stück aufzuheben und von jedem legendären 9 Stück aufzuheben. Ja, wieder ein Nocturne, also 2:0:0 steht es bis jetzt. Das hat eigentlich keinen triftigen Grund, keine Ahnung, wieso ich das so mache. Ich meine, mit dem Baby-Pokémon macht man ja eh nicht wirklich viel, aber 3 Stück ist immer eine Zeile. Sieht gut aus, passt, falls man mal irgendwas noch damit machen möchte oder so. Ein Capoeira ist das zweite. Oh, das ist sogar aus Dortmund. Genau, Dortmund, Westfalen. Also gehen wir hier weiter. Ja, mit den Kontinentalen, die sind natürlich seltener und die kriegt man nicht so oft. Manche muss man sich ja tauschen, manchmal muss man so die Dinger fangen. Kann man meistens auch nicht viel mitmachen. Aber 6 Stück ist da schon mal besser, finde ich. Oh, ein Dortmund ist es geworden. Nein, ein Kickli. Und bei den legendären 9 Stück ist einfach, weil genau 9 Viecher auf eine Seite passen, dann ist die Seite voll. Und das sieht natürlich dann gut aus. Genau wie dieses Kickli noch dazu. So, dann schauen wir noch, was das nächste wird. 2 Stück können wir noch machen. Denn mit den legendären, wenn ihr dann durchscrollt, gerade unten, wo die vielen auf einem Haufen sind, ihr habt genau immer 9 Stück in der Übersicht. Habt dann 9 Kyogre, 9 Groudon, 9 Rayquaza, 9 Lavados, 9 Zapdos. Sieht einfach cool aus, wenn die Seite gefüllt ist mit allen Dingern. Nochmal ein Kickli. Ja genau, und entwickeln. Einmal zum Schluss. Dann sehen wir, was hierbei rauskommt und dann nochmal ein schöner Blick in die Sonne zum Abschluss. Manche, die haben ja vielleicht gerade mal 1 oder 2 legendäre. Und nochmal ein Capoeira. Ja, manche Leute haben ja nur 1 oder 2 legendäre, manche haben vielleicht 3 und schaffen es nicht mal, die Seite mit 9 zu füllen. Ist kein Problem. Ich habe da immer so 50, 60 Stück im Monat. Zu guten Zeiten, manchmal auch weniger, aber hebt man dann natürlich immer die 9 besten auf, weil 6 Stück sind ein Kampfteam und 3 Stück einfach nochmal so, vielleicht für Tauschs, Trades, falls da mal was kommt und jemand einem was anbietet und man dann noch was vorzuweisen hat. Deswegen genau immer 9 Stück. So. Ja, was haben wir jetzt hier gemacht? Können wir nicht mehr sehen. Waren also jetzt, glaube ich, 2 Kickli, 2 Nocturne und 2 Capoeira, beziehungsweise ich glaube 3 Kickli, weil das waren glaube ich 7 Stück, müsste jetzt sein. Also Kickli hat gewonnen, Kickli hier am meisten vertreten. Wenn ihr Kickli auch am coolsten findet, gebt mal einen Daumen. Wenn ihr Nocturne am besten findet, gebt mal einen Daumen. Und wenn ihr Capoeira findet, dann ja, schreibt das halt mal in die Kommentare oder so. Ich finde Kickli und Nocturne einfach richtig cool, weil die auch noch von der ersten Generation sind. Capoeira finde ich jetzt nicht so krass, sieht auch richtig komisch aus. Aber naja, jeder hat natürlich den anderen Geschmack. Und das war's auch schon. Da geht noch ein Ei auf. Das nehmen wir noch kurz mit. Ein Libiscus. Und das fehlt auch noch als Shiny. Und ist jetzt leider auch keins, aber kein Problem. Kann's mit allen aufnehmen. Angriff 15. Und genau 1000 Libiscus-Bonbons. So muss das sein. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.